Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 25. Folge des neuen Formats Movie Talk. Und heute, Freunde, geht es um Mulan. Ja, und zwar um den Realfilm Mulan. Ja, es gibt erste Details zum komplett neuen Bösewicht des Remakes. Ja. Um Mulan, um den Realfilm, geht es heute in der heutigen Movie Talk Folge, Freunde. Mulans Gegner wird in Disneys Realfilm Remake sehr anders ausfallen als in der Vorlage. Am 26.03.2020 wird mit Mulan ein weiteres von Disneys Live-Action Remakes seinen deutschen Kinostart feiern. In den letzten Monaten war es sehr ruhig um Nicky Caros Neuauflage des Zeichentrickklassikers Mulan geworden. Doch nun gibt es erste Informationen zum komplett neuen Bösewicht. Dass Gong Li in Disneys neuem Mulan-Film eine Hexe und damit eine neue Rolle spielen wird, ist schon länger bekannt. Nun hat die chinesische Darstellerin, die für Filme wie Die Geisha oder Der Fluch der goldenen Blume bekannt ist, allerdings etwas mehr ausgeplaudert. Gegenüber Weibo, was von IO9 übersetzt wurde, verriet Darstellerin Gong Li zu ihrer Rolle der Hexe namens Xiang Leng oder Lang: "Ich habe vor dieser Rolle noch nie einen Bösewicht gespielt. Zuschauer werden sie anfangs als Schurken empfinden, aber am Ende verstehen warum." Gong Li verglich ihren Mulan-Charakter Xiang Leng oder Lang darüber hinaus mit dem des chinesischen Dämons Bai Gu Jing, auch bekannt als White Bone Spirit, also weißer Knochengeist, den wir in The Monkey King 2 verkörpert hatte. Genau wie diese Figur sei Mulans neue Hexe eine Gestaltwandlerin, die sich in 1000 Adler verwandeln könne. Der Charaktername Xiang Leng oder Lang heißt übersetzt so viel wie Feenwolf. Damit ist klar, dass Mulans neue Gegnerin sich stark von der Zeichentrickvorlage unterscheiden wird. Überhaupt scheint die Disney-Neuverfilmung viele Änderungen vorzunehmen. Zum Beispiel wurde der Hunnenführer Shan Yu ersetzt, nämlich mit einem gewissen Buri Khan, der als feindlicher Krieger ein Bündnis mit der Hexe eingeht. Gong Li kommentierte diese Mulan-Veränderungen so: "Es gab keine Hexe im Original. Es gab einen Mann, aber das war nicht wichtig. Xiang Leng oder Lang wird für diesen Film wichtig werden. Das Publikum wird verstehen, warum ihre Figur ist, wie sie ist und was sie will. Sie haben den Charakter wirklich gut gehandhabt. Zuletzt hatte Disneys Mulan mit der Streichung einer Hauptfigur für Aufsehen bei den Fans gesorgt, nachdem sich zunächst fehlende Musikeinlagen und kein Mushu andeuteten, wurden aber wohl inzwischen zumindest die Songs und der Drache zurückgeholt. Es bleibt dennoch spannend, welchen Weg der auf 300 Millionen Dollar budgetierte Disney-Film weiter einschlagen wird." Ja, Freunde, Frage an euch: Glaubt ihr, dass eine neue Hexe dem Mulan-Remake von Disney guttun wird? Ich hätte es besser gefunden, wenn sie sich an dem Original orientiert hätten, so wie bei Dumbo oder Aladdin oder König der Löwen. Die Filme kommen ja alle dieses Jahr raus. Dumbo ist ja schon seit einer Weile draußen. Aladdin kommt ja übermorgen in die Kinos. Und König der Löwen kommt ja auch noch dieses Jahr, Freunde. Und alle Filme, die dieses Jahr rauskommen, sind gleich zu den originalen Filmen. Also, was man schon so alles gesehen hat. Und jetzt Mulan. Naja, Freunde, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich find's irgendwie, ja, geht so. Ich hätte es echt besser gefunden, wenn sie sich an dem Original orientiert hätten. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Movie Talk Folge. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Genauso wäre ein Abo, das könnte ich machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Folge. Das war zu Annabelle 3. Da ist ein neues Poster aufgetaucht. Ja, falls ihr wissen wollt, wie es ausschaut, das neue Poster, dann gelangt ihr hier oben zum Video. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.